Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden. Doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger. Unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Ist die Quest danach aber wirklich dann zu Ende? Ich muss noch diesen Teil des Strandes absuchen. Ich hab das Gefühl, die geht dann noch weiter. Nur ist das hier quasi die einzige Quest, die dann halt... Nee, Quatsch. Nur ist das hier eine Quest, die keine Folgequest hat. Aber die wird benötigt, damit eine andere Quest scheinbar dann wahrscheinlich dann spawnt. Da drüben. Weißt du? Einer eurer Soldaten. Ja. Aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Suche nach dem Adachi-Banner. Ist das das Gelbe da hinten? Nee, wahrscheinlich nicht, wa? Scheint ja blau zu sein. Masako, hier drüben. Ein Adachi-Banner. Hä? Achso. Beim Pferd. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Ich glaube, Masako ist blind, wenn die von da aus nicht diese Banner hier sehen können. Und was ist das grüne Banner da? Ein Kikuchi-Banner. Ich erkenne ihn nicht. Der Mann meiner Schwester kämpfte für Kikuchi. Euer Schwager ist vielleicht in der Nähe. Sollen wir ihn suchen? Im Moment will ich nur meine Söhne finden. Das ist dann aber irgendwie dann ziemlich blöd, wenn dann... Der Mann... Von wem nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Eines unserer Banner. Es ist dann halt irgendwie blöd, wenn dann quasi der Mann dann aber bei einem anderen Clan ist und die sich dann gegenseitig aber dann bekriegen und dann... Weiß nicht, war das ihre Schwester oder so? Ich weiß es nicht. Dann quasi sie dann zu ihr sagt, ey, warum hast du das getan? Ich hasse dich oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Oder warum sind hier sämtliche Clans... Hier. Ach so, weil jeder Clan wahrscheinlich gegen die Mongolen gekämpft hat. Okay, ja. Ich starb beinahe mit ihm. Was ist passiert? Mein Onkel rettete mich. Wir werden den Gefallen erwidern. Ihr habt es durchgestanden. Das zählt. Wait, das war hier? Oh, jetzt erkenne ich die Gegend gerade wieder. Glaube ich. Ja, da oben, da ist man ja runtergeritten. Und da hat dann dieser Kutun Khan mal eben sein Getränk verschüttet und den Typen angezündet. Und dann konnte man ja hier runterrennen, nicht runterrennen. Doch, hier runterrennen und Gegner umnieten, stimmt. Gar nicht wiedererkannt den Ort. Ja, wahrscheinlich, weil es hier Tag ist. Wer ist das? Das ist Masanori. Er war zu jung für die Schlacht. Aber sein Vater zu alt. Also ging er für ihn. Nicht nur ein tapferer Soldat, auch ein guter Sohn. Ja. Aber wo sind die meinen? Ich dachte, die mit dem blauen Banner sind deine. Krieger. Oh. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Wait. Sollen die jetzt alle Schützen einfach nur gewesen sein? Also keiner war jetzt ein Nahkämpfer? Und zum Geier liegt der Typ dann hier unten. Hat er sich verlaufen? Hat er gedacht, hier mit einem Bogen muss man im Nahkampf schießen, oder was? Das Banner eures Onkels. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah,
fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Uchikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Hier entlang. Ach, jetzt siehst du auf einmal die Banner. Verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Nein. Warum sind die ausgerechnet gehängt worden? Shigesato! Yasunari! Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Erobern wir ihn zurück. Der Leuchtturm ist dort entlang. Es steht immer noch die Möglichkeit da. Nee, Quatsch, die Möglichkeit wäre immer noch da, dass man nach all diesem ganzen Mist die Leichen dann zu einem anderen Ort hinbringt. Quasi sie erstmal hier irgendwo vergräbt, damit die irgendwo sicher sind, aber gleichzeitig man weiß auch, wo das war. Und dann später die Leichen dann holt. Stiegen so gerne auf diesen Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Das dachte ich auch. Aber meine Kinder sind tot. Ich lebe. Das ist das schlimmste Versagen. So dachte ich, als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Auch wenn das stimmt, ist das nur ein schwacher Trost. Ich weiß. Und die Leichen dann zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder ausgrabt und dann an einem geeigneten Ort gräbt. Ja du, Masako, so ist Krieg halt, ne? Da ist es wahrscheinlich genauso wahrscheinlich, 20 Würfel zu nehmen und bei jedem eine 6 zu würfeln. Wer da dann mal halt keine 6 gewürfelt hat, ja, der muss dann Glück haben und dann vielleicht nur verschnüffelt sein. Da sind sie, verdammte Mongolen! Oder du hast das Pech und du liegst im Grab. Au, da hat jemand einen Pfeil geschossen, das mag ich nicht. Au. Ich vermisse echt das Zielen. Oder nicht Zielen, das ins Target nehmen. Ich vermisse das so ein bisschen. Gott, dieser scheiß Bogenschütze, wo ist der? Na komm. Warum wird mir das jetzt auf einmal angezeigt? Oh, danke Masako. Danke, dass du dich schon um den Typen da hinten gekümmert hast. Du hast gerade mehr getan als ich. Warum wurde mir gerade das da angezeigt, diese gekreuzten Schwerter über den? Sollte er es mir jetzt gerade sagen, hey, hier sind nur noch 2 übrig und da sind die? Oder wieder was? Vorsicht, da könnten mehr sein. Das ist der doch egal, die läuft einfach wie... Da, im Gras. Die läuft einfach wie Rambo blindlings dem Gegner entgegen, siehst du, so wie jetzt auch. Schaut, hinter den Bäumen! Oh, ich hab den gerade Angst eingejagt.
Shit. Lässt du das gefälligst, du da mit deinem guten Messer da? Dieser Kick ist irgendwie witzig. Kannst du jetzt mal angreifen, Kollege? Meine Güte. Oh, der macht doch nicht mehr Schaden. Ich dachte, der macht mehr Schaden. Oder ich mache weniger Schaden, kann auch sein. Ah ja, den Bogen habe ich ja noch gar nicht aufgewertet. Stimmt, dann mache ich auch weniger Schaden. Den habe ich auch gerade mit meinem Kunai getroffen. Ja, cool. Muss eigentlich Massakro. Jemand Massakro gesehen? Ist sie den Berg runtergerollt? Hat die sich verlaufen? Oder kämpft die gerade gegen einen Baum? Weiß sie noch, wo sie ist? Ich höre wen auf jeden Fall. Oh, hallo. Ein Anführer. Warum lebt der denn hier? Mehr. Ich glaube, das war's. Ich sehe keine mehr. Du hast die ganze Zeit im Busch gespielt. Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass sie nun Frieden hat. Wie sie alle. Gebt Bescheid, wenn ihr mich bei der Rettung Fürst Shimuras braucht. Ihr wart für mich da. Ich werde für euch da sein. Doch vorerst möchte ich etwas Zeit mit meinen Söhnen verbringen. Ich verstehe. Passt auf euch auf, Masako. Und wenigstens ist sie nicht durch die Klinge von irgendeinem anderen Typen gestorben. Sondern eher durch, ja, relativ natürliche Sachen. Talisman der glücklichen Rückkehr. Glücklichen Rückkehr? Weit. Niederer. Okay, das ist was. Dingsbums-Talisman. Fähigkeiten, die Entschlossenheit nutzen, haben eine Chance von 15%, eine Entschlossenheit zu erstatten. Ja, kostenlose Heilung dann also quasi. Cool. Und zweimal Seide bekommen. Naja, schon wieder so weit raus. Habe ich jetzt wirklich keine anderen Nebenquests mehr hier unten? Alles abgehakt? Ich habe jetzt zwar hier die ganzen Orte noch nicht erkundet, aber ich denke mal, das wird dann bestimmt dann größtenteils nur Dingsbums sein, ne? Irgendwelche Dinge, die ich finden kann. So wie das zum Beispiel. Da kann ich ja noch fix hingehen mal. Ansonsten heißt es dann wohl Hauptquest machen dann, wa? Hauptquest machen und mal gucken, wo ich dann am Ende lande. Los jetzt, Nobu! Bin ich hier gerade richtig unterwegs? Ja. Was ist das für ein Geräusch immer wieder? Es hört sich so ein bisschen an, als würden irgendwelche irgendwelche Mädchen in der Entfernung schreien. Oder jung. Kann ja auch sein.
Oder beides. Irgendwelche Kinder auf jeden Fall. Okay. Furata, ein mongolisches Gebiet. Ich schätze mal, weiß sind Gefangene. Geißeln, das wollte ich sagen. Töte einen Gegner. Verdammt, was stand da jetzt gerade? Töte einen Gegner, der einen Böller untersucht. Habe ich denn Böller? Ja, ich habe Böller. Ich muss aber gerade mal erstmal gucken, wie das nochmal gewesen war, damit ich einen Böller haben kann. Das ist ein Böller. Kann ich den sofort killen? Nee, ich glaube... Wobei doch, ich kann den, glaube ich, sofort killen. Aber wenn ich jetzt einen Böller werfe... Oh. Dann kommen die ja alle in meine Richtung, glaube ich, oder? Hast du überhaupt einen Böller? Warte mal ganz kurz. Nee, das war eine Schwarzpulverbombe, ich Idiot. Das ist ein Böller. Nein, du siehst mich nicht. Hallo, ciao, ich muss weg. Ich habe gerade einen Zahnarzttermin, den ich dringend vergessen habe. Was wie? Ciao. Mein Backofen ist gerade auf Auftauen eingestellt. Ich muss da wieder zu schnell zurück. Das ist kein Busch, in dem ich durchlaufen kann. Nein, ja, doch, ich suche gerade den Arzt. Hast du recht. Warum ist hier kein Pampasgras? Wo ist der Typ eigentlich? Ist der schon so schnell weg? Das ist nicht der da oben. Das ist ein Einwohner. Der ist aber verdammt schnell weg gewesen. Hoppapapa, das ist aber nicht der Kollege. Der kam von da hinten. Guck dir mal den Böller an, ja? Oh scheiße, warum ist denn hier noch einer drin? Sag mal, habt ihr kein Zuhause oder was? Nein, leck dir doch selber den Hintern. Schießt mich denn da gerade an? Sag mal, bist du blöd? Bist du besoffen? Hast du einfach zu viel Lack gesoffen? Wie willst du mich denn... Sag mal! Ey, du schießt wohl auch einen Berg an, wenn sich dahinter ein Gegner befindet, wa? Und das, obwohl du eigentlich weißt, du kannst nicht durch Berge schießen. Dann halt von links. Hoffentlich kann ich dann... Warum fängt die Musik gerade an? Leck mir doch die Schuhsohle, sag mal. What? Warum kommt der denn auf einmal hier angedanced? Ja, zurück, klar, dann komm ich auch ab, ey. Oh. Ich habe nur noch einen Böller und den will ich nicht verschwenden. Ah, siehst du? Weil da kam jetzt auf einmal ein zweiter aus dem Haus rausgesprungen. Kommen gerade wie die Ratten aus dem Loch gekrochen. Okay, und da hinten kann mich gerade schon wieder einer sehen.
Und das Einzige, was er jetzt sieht, ist ein Pfeil. Das ist der Anführer? Das ist jetzt nicht die Antwort auf meine Frage, aber okay, schön, dass du ein paar Wörter gesagt hast, die ich nicht verstehe. Ich kann auf jeden Fall durch das Gebüsch schießen. Leider habe ich aber nicht getroffen. Ich glaube, ich sollte abhauen. Der kommt jetzt da runter, oder? Oder? Ist der jetzt nur auf den Turm da hochgegangen, um zu tröten und dann abgehauen? Was eine Flachpfeife. Ach, der ist von seinem Pony abgestiegen, um zum Turm hochzuklettern. Ja, klar, komm. Ach, da sind zwei auch noch. Nein, du hast mich nicht gesehen, nein. Wait, ich kann das Gras sogar schneiden? Nee, kann ich nicht. Ist hier noch einer? Ich will mich doch nicht verbeugen! Warum sagt das Spiel plötzlich, dass ich mich verbeugen will? Der da oben hat natürlich nichts gesehen. Der hat wahrscheinlich seine Kontaktlinsen vergessen. Die ich ihm mal eben schön per Expresslieferung in die Augen geschossen habe. Hoffentlich hat er jetzt einen Durchblick. Und hoffentlich kann ich jetzt einen Böller werfen und jemanden killen, damit ich noch einen Bonus bekomme. Wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Warum sieht mich denn hier jeder? Das gefällt mir nicht, da sind zwei. Könnte theoretisch den einen killen. Wer sieht denn jetzt schon wieder mich? Der Baum oder was? Er oder was hat mich gesehen? I don't know. Wo ist der Typ jetzt auf einmal? Okay, klar, jetzt sind da hinten noch einmal drei. Why? Klar, und wieder einmal Tore. Warum gibt er da jetzt auf einmal so an? Ja, guckt mich an! Ich hab die Leiche gefunden und ins Horn geblasen! Yeah! Ich bin der Beste! Und dann wieder zurück auf Position, genau. Klar. Du bist der Beste. Der Beste eben blöd angeben und nichts tun. Ich hab nicht verfehlt, nein, ich hab nur ausloten wollen, ob ich den auch treffen könnte. Dabei will ich die ganze Zeit nur einen Pillar werfen, ey! Warum müssen die sich da so zusammenklumpen? Sind die drei da vorne die besten Freunde oder was? Okay, hallo, Tachchen, wie geht's denn so? Ich geh mal hier zur Seite, ja? Wo ist Pampasgras? Ich brauch mein Pampasgras. Wo ist mein Pampasgras? Da vorne ist Pampasgras. Läuft der überhaupt nur hinterher? Ah, ja, nee. Das ist der Anführer. Oi. Wo ist der Samurai abgeblieben? Ich hab ihn nicht mehr sehen können. Wo ist er? Warum ist er verschwunden?
gerade stand er noch hier und als er plötzlich da in das Gras reinlatscht, ist er auf einmal weg gewesen. Warum ist die Musik? Ich habe doch gar keine Ahnung von irgendjemandem. Klar, da trötet wieder einer in sein Horn. Ich versuche mal was anderes. Nein, ich will doch kein Pferd holen! Hi, Nobu. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Ich habe nämlich jetzt die ganzen Leute auf mich aufmerksam gemacht. Da eigentlich nur einen so eine Glocke werfen. Der da oben ist ja ziemlich blind und vergesslich. Sonst würde er ja noch wissen, dass hier sein Kollege stand. Okay. Fuck. Ah, der kommt doch noch runter, oder? Cool. Ja, dann riskiere ich es halt jetzt mal und versuche das hier. Fucking hell, geht doch, meine Güte. Von Phantasus schwer jetzt eigentlich. Und das nur für diesen Bonus. Weiß der Geier vor allen Dingen, wie gut der Bonus überhaupt ist. Warum zum Geier habe ich eigentlich vorher einen Böller geworfen? So ein nicht ein Böller, ein Schwarzpulverbombe. Schwarzpulverbombe ist doch ein Böller, oder nicht? Knallt doch auch ordentlich. Oh, mit einem Schuss? Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Weit. Wo? Okay, da hinten. Das sind alles Zivilisten. Okay. Oh, okay. Da hinten sind aber keine. Kann ich den sogar vom Pferd runterholen? Oh, ich kann den nicht vom Pferd runterholen? Was? Oh, mies.